Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovi Dubasida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm des Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich noch mitwirken kann und mitwirke, partizipieren, dass ich das festhalte, dokumentiere und dabei vor allen Dingen auch beobachte, wie ich selber mich dabei verändere. Also in diesem Sinne bin ich auch schon ein bisschen Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Abbau und Verfall videomäßig hier so festhält. Dazu muss das Ganze natürlich uninszeniert sein, also das heißt, ich muss alles genauso aufzeichnen, wie es sich tatsächlich hier eignet. Also nicht so die unangenehmen Stellen ausschneiden, das alles mehrmals üben und so, und sozusagen so Lackoberfläche von sich selber zu produzieren. Ja, momentan lebe ich also in der Corona, in einer Hysterie, in einer hysterischen Zeit. Einer hysterischen Zeit lebe ich, habe ich so den Eindruck. Ja, man meint also, wir seien von einer gefährlichen Krankheit bedroht, von einer Viruskrankheit, die so ähnlich ist wie die Grippe und die dann zu enormen Todeszahlen führen könnte, sozusagen die ganze Gesellschaft ausrotten könnte. Das ist so eine diffuse Angst, die so dahinter steckt. Ja, also die erste Maßnahme ist jetzt, dass man sagt, ja, man weiß also, dass die Krankheit sich der Virus, wie der Grippevirus auch, durch sozusagen Kontakt verbreitet, durch das Sprechen, durch die sogenannte Tröpfchen, durch die Tröpfchen übertragen wird. Also man spricht, man hustet und dann hat man in den werden dabei auch so Tröpfchen ausgestoßen und darin sind halt die Viren und so können die Viren dann so übertragen werden. Jetzt meint man also, dass man dadurch eindämmen könnte, dass man jetzt sagt, dass möglichst wenig Leute miteinander Kontakt haben, damit kann man dann die Ausbreitung verhindern oder beeindämmen. Das ist also Strategie Nummer 1. Weil man hat Angst, dass zu viele Leute sich damit anstecken, dann erkranken und sterben. Besonders so ältere Menschen sind davon sehr bedroht. Von dieser Grippe. Überhaupt von jeder Grippe jedes Jahr. Dann spricht man von einer Herdenimmunität. Wie lange sollen jetzt diese Ausgangssperren, diese Kontaktverbote aufrechterhalten werden? Ja, so lange, bis also die gesamte Gesellschaft, dass so 50, 60, 70% durchseucht sind. Das heißt also, alle mit diesem Virus eingesteckt sind und eine Immunität dagegen herausgebildet haben. Das kann natürlich dauern. Das erreicht man nicht durch Kontaktversuche, sondern eigentlich eher durch das Gegenteil. Aber man hatte jetzt Angst, dass durch das Gegenteil quasi die Anzahl der schweren Krankheiten in den Krankenhäusern überhand nimmt, man das Sterben nicht mehr kontrollieren könne und auf diese Weise dann Notpläne machen müsste, die eigentlich niemand haben wollte. Oder doch? Ja.
Also zu dem Virus selber gibt es wenig Erkenntnisse. Man hat jetzt ja so eine Art Test gefunden. Das heißt, der Test ist aber lange Zeit vor Auftreten dieses Coronavirus entwickelt worden. Damals schon in der SARS-Grippe, ich glaube 200, 2004. Diesen alten Test, den hat man jetzt also herausgeholt und auf die neue Situation angewandt und die da ergreift. Er passt. Also das heißt, er ermittelt also die Coronaviren und auch die Leute, die dann daran eine Infektion haben. Was er jetzt genau misst, welchen Stamm der Coronaviren und so, ist mir nicht so ganz klar. Also mich wundert ja sowieso, wie man jetzt, sagen wir mal, jetzt haben wir eine Virusgrippe, diese Corona, und man hat da ein bisschen Virus ausgemacht. Wie man jetzt diesen schon vor Jahren, für Jahren, von Jahrzehnten, vor 10 Jahren quasi, da schon einen Test entwickeln konnte, um diesen, als es den noch gar nicht gab. Also man hat schon im Vorhinein einen Test entwickelt und dann trat daher auch was auf und eine unbekannte Lungenkrankheit. Und die hat man auf diesen Virus zurückgeführt und Gott sei Dank hatte man diesen uralten Test dann noch in der Schublade, hat man den herausgeholt und dann stellte sich heraus, ah, massenweise Verbreitung, massenweise Panik und dann haben die staatlichen Stellen angeordnet, Pandemie. Der Staatsführer hat also die Pandemie ausgerufen, die Weltführer, Epidemien und fast alle haben sich davon verrückt machen lassen. Und so sind alle öffentlichen Veranstaltungen über Nacht quasi eingestellt worden. Und viele kleine Unternehmer, viele Existenzen sind bedroht, haben kein Einkommen. Und auch die Großen sind bedroht. Und die Schulen haben geschlossen. Und die Leute sollen zu Hause in der Wohnung bleiben und dort entweder sterben oder darauf warten, was die staatlichen Autoritäten jetzt als nächstes verkünden. Ja, die Medien, wir haben ja hauptsächlich Staatsmedien, zwar haben wir auch ein paar private, aber die gehören zu 5 großen Familien. Also diese Medienmacht, die ist ja bei uns sehr konzentriert. Die hat also Anweisungen von oben, das Ganze nicht zu relativieren und quasi die Staatspropaganda, die Corona-Propaganda zu verbreiten, dass wir also alle quasi vom Tod bedroht sind. Und auch, obwohl jetzt jeder Mensch weiß, dass er natürlich irgendwann sterben wird, obwohl jeder Mensch weiß, dass es natürlich bei 85 Millionen jeden Tag so und so viele Leute sterben, man weiß sogar ungefähr 2500 sollen das sein oder 2200, so in diesem Dreh herum. So viele Leute sterben jeden Tag. Genauso viele werden dann auch ungefähr geboren, mehr oder weniger, und das weiß man. Das sind Fakten. Ja, und diese Fakten werden aber nicht in Relation gestellt zu dem, was jetzt neu passiert. Man macht also eine riesen Panik, man hält den ganzen Wirtschafts- und Staatsbetrieb auf, man entlässt die Leute, man ruft eine Totalkrise heraus. Und ja, also mir scheint eher, dass wir von einem ganz anderen Virus betroffen sind, von einem Coronavirus, von einem Totalitätsvirus. Das heißt, der ganze kritische Verstand dieser Gesellschaft, das ganze Fachwissen zählt im Moment nicht, sondern es zählt nur noch Corona. Und die Angst davor. Und alle halten sich an die Regeln, alle
erstarren fast in Angst davor und hocken aufeinander in den viel zu engen Wohnungen. Die Kinder bleiben zu Hause, die Eltern bleiben zu Hause. Und dann dadurch entstehen natürlich ganz neue Konflikte. Ja, also für die Politiker ist das natürlich eine tolle Situation. Jetzt können sie sich so als die großen Macher profilieren. Und besonders also Parteien, die jetzt kurz vor der Nachfolge stehen, die tun sich jetzt ganz besonders hervor, um auf diese Weise sich sozusagen als staatstragend, als Symbol der Allgemeinheit tätig sein zu sonnen. Ja, angeblich wollen sie dadurch Menschenleben retten. Ich sagte schon gestern, ne, davon kann da gar keine Rede sein. Wer stirbt, stirbt und wer lebt, lebt. Und was man schützen möchte, ist natürlich das System. Man möchte keine Menschen retten, sondern das System möchte man retten, das Krankenhaussystem, weil man hat jetzt ausgemacht, man hat erst gespart, Dr. Wuckumhaus, dann hat man privatisiert und jetzt auf ja, jetzt auf einmal stellt man also fest, dass man auf solche Fälle intensiver und exponentiellen Viruswachstum nicht optimal vorbereitet ist und jetzt bricht Panik aus, obwohl noch gar nicht sicher ist, dass so eine tödliche Bedrohung kommt. Man operiert also mit absoluten Zahlen und spricht dann von den Todeszahlen. Dort sind so viele Leute gestorben. Und dann werden jeden Tag die Zahlen verlesen. Aber jetzt nicht in Relation gesetzt zu dem, was jetzt normal ist, wie viele Leute normalerweise pro Tag sterben. Also wenn man zum Beispiel so eine Gemeinde wie Heinsberg nimmt, dann sagt man, ja, da sind jetzt so viele Leute gestorben und so, aber man sagt nicht, wie viele Leute da normalerweise immer sterben in diesem Kreis. Oder in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern oder so, da sagt man dann nicht, ja. In Bayern sterben normalerweise so und so viele Leute. Ich weiß nicht jetzt genau, wie viel. Man weiß, in der Bundesrepublik sind es ungefähr 2500. Also ein bisschen weniger werden geboren. 2000 noch was werden geboren und 2500 sterben. Wir sind also eine schrumpfende Gesellschaft irgendwie. Das weiß man, das ist bekannt durch die Demografie. Und jetzt wird also jeder, der stirbt, da besonders gehypt, also als eine normale Tatsache eigentlich. Ich kann nicht erkennen, dass das so einen Anstieg gäbe. Und das geben die statistischen Zahlen, die wir haben, auch nicht her. Und woran die Leute, die da gestorben sind, tatsächlich gestorben ist, weiß man auch nicht so genau. Es sind meistens Leute, die älter sind, über 80 häufig. Davon sterben viele. Davon sterben immer viele, aber jetzt sagt man jetzt, durch die Corona-Grippe sterben dadurch auch besonders viele. Und wenn diese vielen dann alle auf einmal ins Krankenhaus kommen, dann hat man natürlich ein Problem. Das haben wir überall. Wenn alle Leute auf einmal Toilettenpapier nachfragen,
wir das gerade haben, dann haben wir auch ein Problem. Oder Kakaobohnen oder was auch immer. Also das heißt, wir sind auf so einen intensiven, so eine intensive, spezielle Nachfrage. Nach einer bestimmten Dienstleistung, nach einem Produkt sind wir gar nicht ausgerichtet. Wir können zwar die Produktion hochfahren, wir haben genügend Reserven, aber noch nicht sofort. Wenn alle Leute jetzt sofort ins Geschäft rennen und dann ein Produkt X haben wollen, dann ist es ausverkauft und dann Panik, Panik, geht da mehr und dann läuft da mehr dahin und so und dann machen die einen Rabatt und so weiter. Und so ist es im Krankenhaus auch, wenn das alle Leute meinen, sie hätten bald Corona, sie wären heiser und so. Die Krankheit kann man auch nicht so richtig feststellen. Man hat also dann diesen uralten Test von 2002, der für ganz andere Situationen da entwickelt worden ist. Aber nicht jetzt für die neuen Corona-Krankheiten, die kannte man da ja noch gar nicht. Und damit wird jetzt also was gemessen. Ja, gut, das ist so meine Einschätzung hier. Das, was ich jetzt so verstanden habe aus den Medien. Ja, dann gibt es Zweifel. Ich zweifle auch, dass es der Wahrheit entspricht. Ich habe auch Alternativen aufgetan. Den Dr. Wodak, das war der erste. Dann ein Professor Bhakti. Dann mittlerweile kommen immer mehr dazu. Immer mehr Zweifel melden sich an und immer mehr wird auch dazu veröffentlicht. Aber die öffentlich-rechtlichen, die großen Staatsanstalten, die haben Order, das quasi nicht zu hinterfragen. Die haben ein Maulkorbverbot und die dürfen quasi darüber nicht berichten, alternativ. Die machen da zwar Diskussionen, aber dann quasi nur um den Themenbereich. Das nicht in Frage stellen, keine Infragestellung, keine Hinterfrage, nichts. Und das ist also eine zentrale Anweisung, die alle haben. Und einige Medienhäuser haben auch diese Anweisung herausgegeben, dass also in ihren Zeitungen, die an natürlich nur durch fünf Familien gehören, dass diese Zeitungen also keine kritischen, relativen Berichte dazu schreiben, das nicht hinterfragen, die kritische Substanz quasi anhalten und ausschalten. Ja, das ist doch ein Totalitätsvirus, der uns da befallen hat, dass quasi die ganze Gesellschaft jetzt auf einmal gleichgerichtet ist. Und zwar von denen, die immer danach geschrien haben, dass sie ja die Gleichrichtung durch den Kommunismus herbeigeführt worden wäre und so weiter. Die fallen also jetzt selber darauf hinein, herein und sind diejenigen, die also ja, die Gesellschaft an die Wand fahren, die Wirtschaft platt machen, ausgerechnet die, die immer für Wirtschaft waren, die wollen jetzt auf einmal die Wirtschaft anhalten. Und die Zahl der wenigen Vernünftigen, die Leute, die den Kopf auf den Schultern haben, den Kopf dazu benutzen, selber zu denken, das in Frage zu stellen, die kommen quasi nicht zu Wort oder werden sogar zensiert. Ihre Beiträge werden gelöscht im Internet. Wer, warum, was, weiß ich so genau nicht. Aber es verschwinden wohl Beiträge. Natürlich ist es auch ein Kampf der Medien zwischen dem Internet und zwischen den konventionellen Medien und die konventionellen Medien, die wollen sich jetzt hier momentan in der Krise, in der angeblichen Krise, jetzt als besonders Staatszeichen hier profilieren und sind da ganz besonders brav und wollen dann keinen Unwillen der Herrschaften auslösen.
Ja, also das war mal hier für Thema Corona. Ja, Tagesthema, heute also wieder online. Gestern habe ich vier Videos gemacht. Oder fünf glaube ich gestern. Ich liege jetzt bei 40 ungefähr. Also ich habe die Produktion etwas heruntergefahren, weil das wird auch immer anstrengender mit der Simulation. Das dauert auch ziemlich lange. Ich muss dann auch ein paar Stunden hier die Simulation selber erstmal durchführen und das Hochladen, das dauert dann auch. Und von daher sind dann die Videos schon mal länger wie bisher. Ja, das strengt mich also mehrmals an und dadurch schaffe ich dann noch nicht mehr so viel wie bisher. Ja, Punkt Nummer 2 ist Smoothie, habe ich schon gemacht heute für Ernährung. Ja, Thema Gesundheit, da habe ich schon einiges erzählt zu. Ansonsten die Beine gehen heute wieder. Und ja, Lektüre stoppt im Moment auch. Ich komme auch nicht so richtig zum Lesen, ich lese nur noch. Und höre nur noch Beiträge zum Thema Corona. Und zwar so Beiträge, die nicht aus den öffentlich-rechtlichen Quellen kommen. Ich lasse mich nicht durch deren Propaganda hier verseuchen. Die wollen mich durchseuchen mit ihrer Corona-Propaganda und mit ihrer Corona und mit ihrem Totalitätsvirus. Das tue ich mir nicht an. Punkt Nummer 5, Medien. Ja, Medien habe ich gestern Nachrichten gehört, natürlich, mehrmals am Tag. Wie immer in letzter Zeit. Ich lese sehr viele Beiträge im Internet. Ich habe den BBC laufen, ich habe den Außensender RT laufen, ich habe jetzt Google News laufen, von daher bekomme ich also Informationen aus vielen Ecken. Außerdem habe ich natürlich noch mehrere Abonnentenkanäle, mehrere Kanäle abonniert. Und da bekommen dann auch nochmal Informationen her. Und das alles zu bearbeiten, damit habe ich dann schon zu tun. Man muss es ja erstmal wahrnehmen, man muss es einordnen und dann verarbeiten. Ja, die digitale Kompetenz ist auch so ein Thema, das ich hier behandle und mit dem ich mich beschäftigt habe. Mit der medialen Kompetenz. Und jetzt stellt sich heraus, dass es quasi dass der Trump eigentlich schon recht hatte mit seinen Fake News und dass er auch in der Krise jetzt eigentlich den Kopf schon nach oben hat und dann auch genau hingeschaut hat, wer ist jetzt eigentlich hierfür verantwortlich. Und der hat schon den Verantwortlichen ausgemacht, die WHO. Die haben also das verbreitet und deswegen hat er denen schon gedroht, die Gelder einzustellen. Also er macht eigentlich in der Krise einen guten Eindruck. Auch wenn jetzt viele Leute sagen, ja, viele Leute sind hier nicht mit dem Mann einverstanden. Also mir gefällt auch nicht so alles, was er macht, aber man muss sagen, in der Krise bewährt er sich, auch wenn er seine Leute da nicht gerade davor geschützt hat. Er kennt dann auch nichts mehr. Es gibt dann Sachen, die sind dann auch stärker wie er. Und wenn alle Medien auf einmal in das Horn blasen, dann kann er auch nichts dagegen machen. Er versucht zwar, den Normalzustand wieder so schnell wie möglich wieder herbeizurufen. Aber ja, das ist auch noch so ein kleines Rätsel, ne? Also auf der einen Seite haben wir mächtige Leute, die sehr viel kontrollieren können und die sprechen sich ab.
Aber mit der Hysterie, die haben sie nicht im Griff, wenn die Leute jetzt auf einmal hysterisch gemacht werden. Und wenn alle Medienhäuser zum Beispiel auch zur gleichen Zeit in dieses, in diese Hysterie eingreifen. Das kommt dann auch vom Ausland. Es fing in China an, dann über Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich. Und ja, darüber geraten die Leute in Streit und da scheint jetzt alles im Bach runterzugehen. Niemand redet mehr über Brexit, niemand redet mehr über Europäische Gemeinschaft. Die Ideale der Vergangenheit schwimmen den Bach runter. Oder gehen den Bach runter. Ja. Merkwürdig, merkwürdig. Ja. Okay, Leute, das war's mal von mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Haltet den Kopf hoch, bleibt auf Distanz zur Corona. Lasst euch nicht irre machen und sucht da alternative Medien. Tipps dazu werden der Wodak, Wolfgang Wodak, dann den Dr. Bacardi, Bhakti, Professor Bhakti, da gibt es im letzten Video, dann gibt es den Bodo Schiffermann, der kommt da von der Schwindelambulanz Sinsheim, den sollten Sie sich anschauen. Und dann auch so Videos, die er empfohlen hatte, oder so Seiten wie dann die Propaganda, die Swiss Propaganda Research oder so, dass man da die Seiten sich mal betrachtet, da mal hingeht und dann die Quellen, die der da angibt, vielleicht immer nachschaut. Die Statistik von MoMA, MoMA ist die momentane Mortalitätsstatistik der Europäischen Gemeinschaft, wer dahinter steckt und warum. Und wieder die Daten sind. Weil je mehr Leute da hinschauen, desto mehr hat man natürlich auch kritische Augen dafür. Und ja. Und dann hat man auch weniger Angst davor. Ich zum Beispiel habe keine Angst. Keine Angst vor Corona. Aber natürlich hat man Angst vor in einer Gesellschaft, die quasi total durchgedreht ist und die die Leute irre macht. Vor allem im Staatsapparat. Und einem Staatsapparat, der quasi die Wirtschaft an die Wand fährt, unter dem Vorwand, jetzt Menschenleben zu retten. Eigentlich will man nur das System retten, aber man sagt, dass du ja, wenn wir das System retten, dann retten wir auch die Menschen. Aber ich sag mal, die alten Menschen, die 80 und älter sind, die kann man nicht retten vor dem Tod. Das sollten auch die Leute wissen. Ja. Und ja, entweder bekommen sie eine Grippe und sterben dann daran, oder sie bekommen einen Herzinfarkt oder ein starker Fall oder was auch immer. Das kann man nicht verhindern. Ja, bisher konnte man das gut klingeln, weil die